Nein, ich würde mich nicht als schuldig betrachten. Er war ein ausgezeichneter Schauspieler. Er war ein guter Schauspieler. Dazu arbeitet man nett, alles angenehm, gefiel mir gut. Wir waren ja selber alle ein riesiges Konzentrationslager. Man konnte nicht wagen, in irgendeiner Hinsicht dagegen zu sein. Ich fühlte mich sehr absolut ganz schlecht und falsch behandelt, dass ich von den Russen mitgenommen worden war, weil ich ja nichts getan hatte, als bei Herrn Goebbels getippt. Und was dahinter steckte, wusste ich ja alles gar nicht. Jedenfalls nur wenig.